This reading has been part of a worldwide demonstration of solidarity with Liu Xiaobo. Mein Anspruch an mich selbst war stets, ein aufrichtiges, verantwortliches und würdevolles Leben zu führen. Ich kenne keinen Hass. Niemand, nicht die Polizisten, die mich überwacht, festgenommen und verhört haben, nicht die Staatsanwälte, die den Haftbefehl erlassen haben und auch nicht die Richter, die mich verurteilt haben, sind meine Feinde. Auch wenn ich eure Überwachungen, Verhaftungen, Anklagen und Urteile niemals akzeptieren werde, respektiere ich euren Beruf und eure Persönlichkeiten, inklusive die der beiden Staatsanwälte Zhang Rongge und Pan Xueqing, die soeben im Namen der Anklage das Wort gegen mich geführt haben. Und in verantwortungsbewusstem, konstruktiven Bürgergeist treten wir mit Blick auf das politische System Chinas für die Rechte seiner Bürger und die Entwicklung der Gesellschaft für die folgenden konkreten Positionen ein. Sicherung der Menschenrechte. Die Menschenrechte sind wirksam zu garantieren, die Würde der Menschen ist zu schützen. Als eines der größten Länder der Erde, als eines der 5 Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, als Mitglied des Ausschusses für Menschenrechte, muss China eigene Beiträge für die friedliche Sache der Menschheit und Fortschritte bei den Menschenrechten leisten. Eine Staatsmacht, die tötet, ist verabscheuungswürdig. Und eine Staatsmacht, die ihre Morde durch Lügen rechtfertigt, ist verachtungswert. Und ein Volk, das die durch die Staatsmacht getöteten Seelen nur allzu schnell zu vergessen bereit ist, ist zum Verzweifeln. Persönliche Verantwortung ist nicht substituierbar. Leben und in Würde leben. Wer lebte, lebte auf den Knien, zufrieden mit dem Brot der Almosen. You can speak. You speak. You speak the truth. So are popular heroes such as the rights defense leader Feng Bingjiang, outstanding journalists like Cheng Yizhong, Liu Yegang and Li Datong, university professors Jiao Guobiao and Lu Chusong, and perhaps most important, China's rising cadre of rights defense lawyers, including Shang Ziji, Mo Xiaoping, Pu Qichang, Xu Jiuhu, Gao Qicheng, Guo Feichong, Teng Biao, Chu Shijong, Li Baiguang, Li Heping, Li Jiangjiang, and others. You talk and talk. You are in closed room while your voice breaks out of the spread. Liu Xiaobo writes, I cannot accept the claim that I've broken the law. Now, basing myself on China's constitution, on human rights conventions of the United Nations, on my ideals for political reform, and on the trends of world history, I'm once again presenting a claim of not guilty. My thanks to you all. Liu Xiaobo.